Was ist passiert? Mittagszeit, 17 Grad, Außentemperatur. Willkommen auf meinem Kanal Hunter Matze TV und Hunter Honeybee. Heute war Kontrolle bei den Bienen, aber mehr dazu nach meinem Intro. So, jetzt wollen wir mal reingucken, was so los ist hier in den Völkern. Die haben so schon ein bisschen was rausgetragen. Hier höchste Summen. Da höchste auch. Hier gucken wir mal. Volk 1 lebt noch sehr gut und agil. Fleißig unterwegs, wie man sieht. Oben am Futter. So, wollen wir mal reingucken und wollen wir sie mal sauber machen. Ein bisschen helfen, vom Totenfall befreien. So, Futter ist drin. Natürlich nicht mehr voll. Ein paar tote Mausis hat sie auch. Ja, die tragen sich dann raus. Gucken wir mal ein bisschen von meinem Einfüttern. Klebt oben auf dem Hähnchen. Kommen wir an die nächste. Aber sieht gut aus hier. Hier ist auch noch ausreichend Futter überall drauf. Den Bienen geht's gut. Das war das schwächste Volk, was ich eingewintert hatte als Ableger. Hast du? Ja. Königin lebt, sieht gut aus. Handy Querformat halten, Schatzi. Das sieht auch schon so aus. Kann das sein? Stifte drin. Jetzt hat sie sich hier wieder versteckt, ne? Das kleine freche Aas. Da unten, da. Ah ja. Da ist er. Ja. Ist ja ziemlich groß und ist grün. Na gut. Sieht so aus, als wenn Stifte drin sind. Aus, ja? Also jetzt findet ja anständig Reinigungsflug statt. Kurzer Bericht. Volk 1 sozusagen, das schwächste Ablegervolk, was ich eingewintert habe, hat sich zu einem sehr starken Volk gemausert und ist wirklich extrem voll. Volk 2, die mittlere Beute, hatte einen massiven Totenfall. Siehe Bild nachher im Film. Aber die Königin lebt noch und eine kleine Traube Bienen lebt auch noch. Ich habe da jetzt mal, ja, mal eine Notlösung gemacht. Mal gucken, ob das funktioniert. Wenn das funktioniert, lasse ich euch das wissen, was ich da gemacht habe. Ich habe jetzt erstmal nur instinktiv so einen kleinen Versuch gestartet und hoffe, dass das funktioniert. Damit die kleine Traube, die in der mittleren Beute noch mit der Königin vorhanden war, unterstützt wird. Und das hinterste Volk, was ja eigentlich ursprünglich Volk 1 ist, nenne ich jetzt mal Volk 3 gerade mal eben, weil ich jetzt von vorne ausgezählt habe. Und die sind extrem voll, so wie es aussieht. Meine Freundin hat gerade den Flugkeil vorne rausgezogen, damit die freie Bahn zum Fliegen haben. Und dann kam da erstmal ein dicker Schwarm Bienen raus. So, die hinterste Kiste, die nehmen wir jetzt natürlich auch gleich noch ab, so wie die anderen auch. Wir haben alle zwei vorderen Kisten schon einmal angehoben, um die Böden zu entfernen und zu reinigen. Das Ganze machen wir jetzt mit der letzten Beute genauso. Einmal anheben, alles auskehren, um dann zu gucken, wie es ausschaut. So, hier könnt ihr mal noch einen kleinen Einblick nehmen über den Totenfall. Das hier ist der Totenfall von dem ersten Völkchen. Das ist der Totenfall vom zweiten Völkchen. Wir haben es extra beutennah erstmal gemacht, weil ich schon Angst hatte, dass sie komplett, dahin sind, also dass das Volk gestorben ist. Aber das Volk ist nicht gestorben. Die Königin ist noch da und eine kleine Traube Bienen sind auch noch da. Ich wollte dann nämlich wenigstens die Bienen hier vorne haben, um die dann nochmal aufzukehren in einem Becher und mitzunehmen.
um rauszufinden, woran es gelegen hat, dass dieser massive Totenfall da ist. Denn alle Beuten haben dieselbe Menge Futter drin, alle Beuten haben dieselbe Temperatur sozusagen drin eigentlich. Und das mittlere Volk war eigentlich eins der Völker, was ziemlich stark war. Deswegen bin ich sehr erstaunt, dass da so ein massives Sterben stattgefunden hat. Lassen wir uns jetzt mal überraschen. Ich gucke mir die Bienen, wenn die sich hier alle beruhigt haben, später noch mal ein bisschen in Ruhe an. Und nehme mir wahrscheinlich noch ein paar mit, um die dann unter meinem Mikroskop zu Hause auch noch mal anzugucken. Zu analysieren, wie die Flügel aussehen, wie die Beinchen aussehen. Aber Varroa kann es eigentlich nicht gewesen sein. Denn in den unteren Windeln haben wir jetzt keine Varroa gefunden. Da ist ganz normal bloß die Mühle. Und da das ja alles noch Ablegervölker sind sozusagen, also eigentlich letztes Jahr erst angeschafft wurden aus Ablegern raus, war der Varroa-Befall allgemein sehr gering gewesen letztes Jahr. Und die Säurebehandlung hat wie gewohnt eigentlich stattgefunden. Wegnehmen. Komm hier rum, Schatz. So, komm mal ein bisschen rein, dann siehst du das auch. Und die sehen gut aus hier. Die sehen schön kräftig aus. Hervorragend. So, dann machen wir einen Cut und ich gucke drin. Also die sind wirklich schon holla die Weizen. Die sind gut stark unterwegs. Da bin ich ja sehr. Sehr schön. Sehr erfreut drüber. Wie gut die den Winter überstanden haben, Mensch. Aber Madame habe ich noch nicht gesehen. Und auch die Verdeckelte. Brut ist auch keine zu sehen. Guck mal, hier ist schon Brut drauf. Da. Die haben schon Brut. So, liebe Imkerfreunde, was würdet ihr jetzt machen? Eine Wabe wie die andere sehen so voll aus wie die hier. Hier ist die Königin, die schon extrem fleißig am Arbeiten ist. Da ist er. Was würdet ihr jetzt machen? Würdet ihr schon den ersten Ableger machen? So voll, wie der Kasten ist. Lass mal kurz an. Es ist wirklich so, dass sie, ich kann hier Wabe ziehen nach Wabe. Hier, die sind alle gerotzt voll mit Bienen. Das ist der Burner. Was das andere Volk zu schwach ist, in der Mitte, sozusagen, ist das hier eigentlich schon so gut wie zu voll. Also ich wäre hier wirklich fast geneigt, wenn ich hier eine Wabe noch finde, noch ist nicht genug Brut, Wabe da, dass ich eine ziehen kann für einen Ableger. Aber sofern eine Wabe da ist, mit mehr Brut, also ich habe bis jetzt nur eine Brutwabe, aber wenn hier eine zweite oder dritte Brutwabe aufkommt, würde ich gerne Ableger von machen. Vielleicht habt ihr eine Idee, ihr Imkerfreunde aus dem YouTube-Bereich. So, jetzt wird es erst wieder ein bisschen schwächer, aber auch immer noch voll. Einfach nur voll. Der Wahnsinn. So. Ihr könnt ja mal alle eure Tipps abgeben. Und ich werde dann wie immer versuchen, den goldenen Mittelweg zu finden. Ich kontrolliere übrigens komplett durch, weil ich sehen will, wie viel Futter drauf ist. Weil jetzt echt viele Bienen sind. Und ich nicht möchte, dass die Bienen hier verhungern nachher, wenn es so viele sind. So. Denn auch bis zur letzten Wintertotenfall
Das war auch mit der geringsten Totenfall komischerweise hier, als wir den leer gemacht haben. Da ist noch ein bisschen Platz, hier können wir noch ein bisschen bauen. Aber Futter ist auch drauf. Gut, okay, kannst du Stopp machen. So, jetzt sind alle drei Beuten durchgeschaut. Wie man natürlich sieht, vordere gut Flugbetrieb, mittlere ziemlich schwacher Flugbetrieb und die hinteren volles Programm. Die sind aber auch schon herappelt voll mit Bienen. Also da bin ich sehr erstaunt drüber, dass da schon so viele Bienen drin sind. Da ist auch, das ist ja auch schon das erste Volk, was auch schon eine Brutwabe hat. Na? Ja, und wie soll es auch anders sein, den ersten Stich im ersten, ja, sozusagen im ersten Flug der Bienen. Einen Stich habe ich heute kassiert im Nacken. Und somit war die erste Kontrolle jetzt Ende Februar durch. Ich habe auch nur überall reingeguckt, weil wir heute auch wirklich schon 16, teilweise 17 Grad haben. Wir waren ja jetzt in der Mittagssonne da. Und ja, sonst hätte ich die Bienen noch gar nicht so weit aufgemacht. Aber es war gut, dass es so warm war, dass ich es aufgemacht habe und reingeguckt habe. Sonst würde mir eventuell das mittlere Volk von dannen gehen. Ja, also bis dahin. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, eure Tipps zum Thema hinteres Volk, was so stark ist. Und ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Bis dahin, tschüss.